Hi meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Channel und herzlich willkommen zurück zu Stories in Mara. Stories of Mara? Stories in Mara? Ihr wisst schon. Auf jeden Fall stehen wir hier mit Akai und Blue. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, was Sache war. Irgendwie wollten Kua helfen, oder? Napopo hatten wir gefunden und jetzt treffen wir uns mit Blue. Du... Blue? Warum fischt ihr hier? Wollten sie nicht nach dem Weg... Was ist denn them? Ist doch nur er, oder? Wollt ihr nicht nach dem Weg suchen, um Napopo zu heilen? Hi. Cool. Hast du nicht nach dem Weg gesucht, Napopo zu heilen? Ja, das habe ich. Aber du, fischt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir müssen warten. Auf den richtigen Moment. Ah, dieser Fisch ist nutzlos. Okay. Gut, ich vertraue dir. Was immer du tust, wird schon... Was auch immer du hier tust. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob auf den richtigen Moment warten hilft. Oder ob mir danach ist. Ja, komm. Wir vertrauen ihm mal. Möchtest du eine Orange? Ich habe hier einige. Ja, danke. Es hat eine Errungenschaft gegeben. An Orange from them. Ich frage mich immer noch, warum them? Warum sie? Ist doch nur er. Weil sie kann die Geister, die ihnen... Ach, die Geister, die haben auch nicht ihn umringt, sondern nur die Tempel, ne? Das ist ein Unterschied. Bitteschön. Ich meine, hat er auch Napopo nicht mit? Napopo ist ja auch bei ihr zu Hause. Merkwürdig. Lecker. They is just there. Das macht halt gar keinen Sinn. Okay, ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Weder... Ich weiß echt nicht, wer them in diesem Zusammenhang ist. Ich verstehe es nicht. Warum ist jeder so ruhig? Ist nicht nur Kua verschwunden, sondern auch Napopo, die nur wirklich krank ist. Und das ist die einzige Spur, die wir wirklich haben. Und wir haben dieses komische Symbol. Das ist so frustrierend. Irgendjemand muss sich doch wirklich Sorgen um Kua machen. Moment mal. Kua hat immer Saimi besucht. Vielleicht weiß sie mehr darüber, was passiert ist. Auch wenn sie ihren Leuchtturm sehr selten verlässt. Es könnte schwierig werden, sie dazu zu bringen, mit mir zu reden. I'm sure she is going to tell me. Ich denke, dass sie mir einfach sagen wird, dass ich gehen soll. Oder ich muss es probieren. Wir müssen es probieren. Okay. Packen wir es an. Dann gehen wir jetzt zu Saimi. Probieren müssen wir es auf jeden Fall. Ich meine, mehr als Nein sagen kann sie ja nicht. Ich gucke durchs Fenster und gucke mal, ob sie im Wohnzimmer ist. Oder ich klopfe. Wir klopfen mal. Also am Fenster zu stehen und reingucken ist doch ein bisschen creepy. Hallo? Saimi? Sie antwortet nicht. Ich klopfe nochmal. Nichts. Ich vermute, dass sie nicht in der Stimmung ist, zu reden. Ich sollte gehen und später wiederkommen. Oh? Hallo, Akai. Möchtest du was? Hallo, Saimi. Geht's dir gut? Warum gehst du nicht an die Tür? Ich bin hergekommen, um mit dir zu reden. Kann ich reinkommen? Ich brauche deine Hilfe, Saimi. Hier. Wie sollte eine alte Kido-Frau wie ich dir helfen können? Ich vertraue dir nicht. Es ist besser, wenn du gehst. Aber... Und tschüss. Ich konnte nicht mal mit ihr reden. Vielleicht kennt sie jemand von der Insel besser als ich. So ein paar von den älteren Credos müssten sie besser kennen.
Okay, gute Idee. Aber wofür dich jetzt einen alten Credo? Nohu? Vielleicht Nohu. Hey Leute, ich bräuchte mal Hilfe. Ihr kennt Saimi, richtig? Du bist mit ihr befreundet. Na, ich würde nicht sagen, dass wir Freunde sind, aber ich kenne Saimi schon lange, ja? Oh, jetzt habe ich das weggeklickt. Für was für eine seiner Stories. Wir hatten eine spezielle Frucht. Die hatte pinke kleine Bälle, die zwei pinke Blätter mit grünen Spitzen. Die Blätter waren wirklich bitter, aber wenn du sie geschält hast, waren sie richtig lecker. Wir haben sie probiert und haben beschlossen, sie hierher nach Aquelis zu bringen, dass wir sie hier anpflanzen und verkaufen könnten. Komm, das interessiert mich. Mit Blättern und allem? Ja klar. Hier finden wir für alles einen Nutzen und verschwenden gar nichts. Aus den Blättern haben wir Tee gemacht. Ich weiß nicht warum, aber Caleb mochte sie. Das Ding ist, wir haben eine ganz große Ladung mitgebracht und unser Boot war halt wirklich praktisch voll mit diesen Früchten. Weil die so klein waren, sind sie überall hingefallen. Aber wir haben. But we didn't mind. Ach, das hat uns aber nicht interessiert, weil die Früchte zu essen hat uns glücklich gemacht. Und an den Erfolg zu denken, den wir damit haben könnten, wenn wir die verkaufen, hat uns noch viel glücklicher gemacht. Ja, und was ist dann passiert? Die Navy kam. We came up against the Navy. Ein riesiges Schiff hat uns gestoppt. Und stell dir vor, stell dir das mal vor, wir in unserem kleinen Boot und dann dieses riesige Schiff vor uns. Zum Glück war Caleb auch da. Zusammen können wir alles schaffen. Wir haben gewartet, wir haben angehalten und gewartet, bis das Schiff neben uns war. Na, jetzt nicht wortwörtlich, weil es war riesig und es hätte uns zerstören können. Das Teil war 100 Meter hoch, mindestens. Er übertreibt schon wieder, ne? Dann haben wir gewartet, bis einige Mitglieder von der Crew in ein schmales, genau, in ein kleines Boot geklettert sind und zu uns gekommen sind. Du musst dich immer benehmen. Das darfst du nicht vergessen. Als sie ankamen. When they arrived, we saw none other than Saimi. Als wir ankamen, haben wir niemanden anders als Saimi gesehen. Sie war sehr still. Aber zum Glück war Lucky for you, es muss Lucky for us heißen, oder? Zum Glück war Haku auch da. Das hat unsere Stimmung ein bisschen aufgehellt. Auffällende Stimmung? Ist irgendwas passiert? Irgendwas? Ja, es hat sich herausgestellt, dass die Früchte, die wir transportiert haben, auf dieser Seite des Cree verboten sind. Sie sagten, es könnte einen unvorhersehbaren Effekt auf Menschen haben oder irgendwie sowas. Was waren das denn für Früchte? Ich erinnere mich nicht mehr so gut daran. Aber es war irgendwie hier Navy Stuff. Wie auch immer, am Ende durften wir nicht eine einzige Frucht behalten. Es war so schade, weil die einfach so toll waren. Aber immerhin haben sie uns nicht irgendwie fein verurteilt. Strafe? Ticket? Keine Ahnung. Beziehungsweise sind sie nicht bestraft worden dafür. Das kommt dabei raus, wenn du dich mit den Leuten aus der Navy verstehst. Ich frage mich, was sie mit der ganzen Frucht gemacht haben. Ich vermisse es. Aber jetzt sind wir alt und ich kann nicht mehr danach suchen gehen. Vielleicht kann ich welche finden. Das wäre wunderbar. Ich werde dich reich belohnen. Du wirst schon sehen. Möchtest du irgendwas Bestimmtes? Aha, wir haben uns unseren Weg frei gemacht. Ja, du müsstest mit Saimi sprechen. Also, zuerst einmal, du musst sie wirklich sehr höflich behandeln. Saimi ist eine richtige Lady und
Sie mag es nicht, wenn du unhöflich bist. Aber davon mal abgesehen, könntest du ihr vielleicht ein kleines Geschenk bringen. Ja, sie hat einen guten Geschmack. Jeder mag ein gutes Geschenk. Aber es muss irgendwas Spezielles sein. Mit einer, ich weiß nicht, was profound ist, mit einer Bedeutung. Es darf nicht irgendwas sein. Ansonsten wird sie das so interpretieren, dass du ihr irgendwas gibst und dann wirst du keine Geheimnisse aus der E-Mail rauskriegen. Ein Geschenk, irgendetwas, das sie berührt. Ist es nicht cheesy? Das heißt ein cheesy auf Deutsch. Kann ich gerade nicht sagen. Weiß ich gerade nicht. Hier. Was sollen wir ihr denn schenken? Ja, irgendwas von Wert. Es muss jetzt nicht zwingend teuer sein. I have a very good cutlery made of Ankara Silber. Ich weiß nicht, was Cutlery ist. I'm sorry. Wenn du das nicht magst... Du bist ein Schmied, oder? Du arbeitest mit Metall und Holz, machst Sachen. Ich bin mir sicher, du kannst irgendwas herstellen, was sie mag. Wenn ich irgendwas in meinen Jahren als Händler gelernt habe, dann, dass Leute gerne Geschenke bekommen. Egal, was es ist. Ich kann mich erinnern, gar nicht so lange her, da kam Koa und hat mich das Gleiche gefragt. Die haben eine komische Beziehung, das Kind und die alte Frau. Was könnten die beiden bloß gemeinsam haben? Ist es nicht irgendwie komisch, dass sie so viel Zeit miteinander verbringen? Wie auch immer, Saimi, let's start game. Saimi kommt wieder mehr aus dem Leuchtturm raus. Bis jetzt. Jetzt hat sie sich wieder eingeschlossen. Ist sie überhaupt irgendwas? Wie auch immer. Wenn du noch irgendwie was brauchst, dann zöger nicht und komm her. Viel Glück mit Saimi. Irgendwas, was sie berührt. Was könnte ich machen, was andere Leute glücklich macht? Ich kann Sachen reparieren. Aber Saimi braucht nichts repariert. Vielleicht kann ich ihr ein Modell machen. Ich hoffe, das stört sie nicht. Es hat sich rausgestellt, dass ich da recht gut drin bin. Ja, hier. Ich muss eins machen, was sie wirklich mag. Ich muss sehr viel Sorge, also ich muss mich bemühen. Sehr viel Mühe reinstecken, das habe ich gesucht. Gut, dann gehen wir nochmal zurück zu unserem Workshop. Und dann wollen wir mal eins herstellen. Okay. Jetzt musst du dich wirklich anstrengen. Wird das klappen? Wird sie mit mir reden? So einfach kann es nicht sein. Du kannst nicht einfach eine Aufgabe erfüllen und dann bekommst du, was du willst. Aber es ist schon richtig, dass Saimi viele Figuren hat. Muscheln und so Ornamental Objects. Vielleicht kann ich sie da wirklich dazu bringen, dass sie mit mir redet. Manchen Leuten kannst du mit Essen beikommen und andere, denen bringst du halt eben kleine Boote, denke ich. Auf jeden Fall kann ich ihr ein kleines Geschenk machen. Welches sollte ich machen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was wir ihr machen. Ich würde eigentlich gerne mal ein Paperboot machen, aber ich glaube nicht, dass sie da so glücklich ist, wenn wir ihr so ein Papierschiffchen mitbringen. Ja, das machen wir. Das sieht aus wie Koras Boot. Ja, wie Koras, genau. Das ist gut. Ja. Weil das Boot von Koa hat ja vorher Haku gehört und Saimi ist ja mit Haku befreundet gewesen. Das, was ich hier mache, das ist es wert. Saimi weiß irgendwas. Oder sie muss mindestens irgendwie eine Vorstellung haben, was passiert ist. Sie hat viel Zeit mit Koa verbracht. Ich bin mir sicher, dass sie was weiß. Aber vielleicht weiß sie auch nichts. Und dann
Aber realize that all I've been doing this whole time is just walking around pointless. Ja, weil, dann werde ich realisieren, dass ich die ganze Zeit nur sinnlos herumgelaufen bin. Aber so wird's nicht laufen. Saimi wird irgendwas wissen. Das bin ich mir sicher. Okay. Anmalen. Was machen denn für. Saimi ist ja lila, ne? Komm, machen das mal. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ihre Lieblingsfarbe ist. Es erinnert mich an die Farbe aus, ja, an die Tiefen des Meeres. Wenn ich mich mit Saimi anfreunden möchte, sollte ich ihr irgendwas geben, was ihre Stimmung trifft. Ja, ich habe keine Ahnung. Nicht die geringste. Okay, jetzt die finalen Dinge. Ja, ein bisschen Dekoration auf jeden Fall. Muscheln, wir haben eben gehört, dass sie viele Muscheln hat. Das ist gut. So, es ist fertig. Das nehmen wir jetzt mit. Meine Katzen räumen gerade meinen Flur um. Wir gehen jetzt zu Saimi zurück und versuchen mal unser Glück. Hallo, Saimi? Es tut mir leid, dass ich dich schon wieder stören muss, aber ich muss wirklich mit dir reden. Ich habe dir was mitgebracht. Akai, ich habe dir gesagt, du sollst mich allein lassen. Was hast du da? Es ist ein Geschenk. Ich dachte, vielleicht würdest du es mögen. Ich habe es für dich gemacht. Na, du hast es für mich gemacht? Wirklich? Es ist ein wirklich schönes Geschenk. Danke. Und voller Muscheln. Die sind so hübsch. Es ist wirklich ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Ich liebe dieses kleine Boot, Akai. Und die Farbe ist wunderbar. Diese lila Töne, die bringen mir so viele Erinnerungen zurück. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir lilan Credos sind nicht, kommen nicht so häufig in diesem Part von Kühe vor. Ich meine, klar, jetzt sind wir alle zusammengemischt, aber früher gab es nicht viele wie mich. Es war jetzt nicht irgendwie schlimm oder so, aber damals habe ich jemanden in der Navy getroffen, der dieselbe Farbe hatte wie ich und ja, es war schön. Du hast mich an etwas erinnert, was tief in mir drin war. Du hast mein Herz erwärmt. Oh. Vielen Dank, Akai. Ich glaube, das wird in meinem Wohnzimmer echt gut aussehen. Vielen Dank für das Geschenk, Kind. Wie auch immer, was möchtest du? Nichts, ich möchte nur mit dir reden. Na, okay, ich wollte eigentlich gerade rausgehen. Möchtest du mitkommen? Dann können wir reden. Kannst du bitte die Tasche für mich tragen? Hier bewahre ich meine Muscheln drin auf. Los geht's. Okay, erzähl's mir. Chor. Es geht um Chor. Ja, ich denke mal, du hast mitgekriegt, dass sie jetzt lange nicht in Quelis war. Wir haben ihr Boot am Strand gefunden. Ja, es hatte ein großes Loch und das Dach war auch komplett zerstört. Ich meine, es ist nichts, was man nicht wieder reparieren kann. Ach, davon wusste ich nichts. Wie solltest du auch? Du kommst ja niemals raus. Oh, das war ein bisschen dreist vielleicht. Okay, es wäre besser, wenn wir jetzt hier stoppen. Aber warum? Ich habe keine Lust mehr zu laufen. Es wäre besser, wenn du gehst. Aber ich brauche deine Hilfe, Saimi. Napo hat uns eine Spur gegeben. Und du bist die Einzige, die Koa besser kennt. Ich bin zu alt, um hier Detektiv zu spielen. Wenn du Informationen darüber brauchst, dann kannst du mit Akila reden. Er ist wahrscheinlich in seiner Villa. Jetzt störe mich nicht mehr. Saimi, ich. Geh bitte. Oh. Hätte ich nichts sagen dürfen, wäre es dann besser gewesen. Habe ich was falsch gemacht jetzt?
Wir gehen zu Aquila direkt. Guck mal, ob der uns vielleicht weiterhilft. Oh, die Gatter. Ach ja, ist die Schwester, ne? Hi, ich suche nach Aquila. Weißt du, ob er zu Hause ist? Hey. Ja, das sagte ich. Weißt du, ob Aquila da ist? Aquila? Ja, Aquila. Ja, natürlich. Was brauchst du? Ich möchte gerne wissen, ob Aquila zu Hause ist. Was stimmt mit ihr nicht? Nee, er ist nicht zu Hause. Danke. Ehrlich gesagt suche ich auch nach ihm. Das ist merkwürdig. Wie auch immer, wer weiß. Warum suchst du ihn? Vielleicht kann ich helfen. Natürlich, du bist eine Elite, ne? Kennst du ihn denn? Ja, natürlich, als mein Onkel. Ach, nicht die Schwester. Na gut, fast. Okay, Aquila müsste für mich etwas rausfinden. Es ist super wichtig. Würdest du dich stellen, wenn ich mal gucke? Ich bin zwar nicht so wie ein Experte wie mein Onkel, aber ich habe von ihm viel gelernt. Ja, natürlich. Guck, das ist dieses Boot. Board. das Symbol da. Eine Freundin hat das gemalt und weil eine andere Freundin verschwunden ist. Deine Freundin hat das gemalt? Warum fragst du sie dann nicht? Nun ja, die Sache ist, sie weiß nicht, wie man spricht. Oder sie kann es nicht. Sie will es nicht. Sie ist ein bisschen speziell. She's like a teddybear mollusk. Was denn ein teddybear mollusk? Noho sagt, sie ist Koas Haustier, aber sie sieht nicht wie ein Haustier aus. Naja, ja, sie sieht vielleicht ein bisschen wie ein Tier aus. Ah, ich kenne Koa. Sie ist ein wirklich nettes Kind. Wie geht's ihr? Nun, das ist die Sache. Wir wissen nicht, wo sie ist. Sie war lange nicht hier und heute Morgen haben wir ihr Boot am Strand gefunden. Und es ist wirklich in keinem guten Zustand. Zusätzlich ist Napopo noch aufgetaucht, gleich nach dem Boot. Sie ist die Kleine, über die ich vorhin gesprochen habe. Sie hat das Symbol gemalt. Und wir glauben, dass sie uns irgendetwas über Koa sagen möchte, aber wir wissen nicht, was es bedeutet. Deswegen brauche ich die Hilfe von deinem Onkel. Ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass Koa immer von dieser kleinen, pinken Kreatur begleitet wurde. Wenn irgendjemand dieses Symbol entziffern kann, dann mein Onkel. Aber aus irgendeinem Grund ist er nicht zu Hause. Was machen wir jetzt? Ich kann hier nicht den ganzen Tag bleiben. Wenn du möchtest, kann ich hier warten und ihn zu dir schicken, wenn er zurückkommt. Das würdest du für mich tun? Ja klar. Natürlich nur gegen einen, wenn du mir etwas tauscht. Was will sie denn? Essen zum Beispiel? Okay, also schulde ich dir was? Ja, so funktioniert das hier. Sie ist so dreist, ne? In your dinner then? Ja, in your dreams hier. Bis später. Wir kommen einfach später nochmal wieder. Okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Mal zurück nach Hause? Wegen Napopo oder zu Noho vielleicht? Wie geht's dir, Kai? Bist du hier, um uns zu helfen? Falls nicht, geh weg. Du machst mich Geld verlieren, genau. Wegen dir verliere ich Geld. Okay, wir gehen nochmal nach Hause. Aquila, ich habe nach dir gesucht. Nach mir? Ha, wir kommen auch ohne Essen an ihn ran. Ja. Ha. Und was möchtest du? Ich brauche deine Hilfe wegen Koa. Sie wird vermisst und die einzige Spur ist dieses Symbol hier. Das ist alles? Ja. Was hast du erwartet? Nichts.
Es ist nur merkwürdig, dass jemand auf dieser Insel zu mir kommen würde, zu einem Elite und nach Hilfe fragen würde. Wie auch immer, zeig mir das Symbol, über das du redest. Napapu hat es gemalt. Napapu ist... Ja, ich kenne die Kreatur. Huh. Das ist... lustig? Was denn? Gar nichts wirklich. Es ist nur so, dass die Elites und Kreaturen wie Napapu, nun ja, wir haben Geschichte. Das alles. Dieser Elite wird immer merkwürdiger. Vielleicht habe ich ein Buch mit diesem Symbol. Um ehrlich zu sein, hat Kura es mir gebracht. Und zwar über Mythen. Wie auch immer, ich werde danach gucken. Aber ich mache das nicht umsonst. Klassischer Elite. Vorurteile. Klassischer Quelis. Wie auch immer, ich habe deine Arbeit gesehen und ich finde das sehr interessant. Ich möchte, dass du etwas für mich herstellst. Möchtest du welche von meinen Modellen? Ja, ich würde gerne eins von deinen Modellen haben. Komm zu meiner Villa und wenn du es fertig hast. So, jetzt, wenn du nichts anderes mehr besprechen möchtest, dann gehe ich jetzt. Das war mir ein Vergnügen. Du bist nicht wie die anderen Elites. Überhaupt nicht. Sieht aus, als hätte ich einen Job. Starten wir. Es sieht so aus, als hätte sich das rumgesprochen, dass ich diese Modelle mache. Sie müssen wirklich gut sein, wenn Akila eins möchte. Aber was wäre das Beste für Akila? Ich weiß nichts über Elites. Oder speziell über ihn. Welches Modell sollte ich machen? Eine Yacht. Zumindest wenn er so ist wie Regatta. Ja. Das sehe ich auch so. Wir machen das jetzt. Ist ein bisschen dekadent. Das passt schon. Akila ist ziemlich interessant. Er lebt hier schon eine ganze Weile. Warum? Ich dachte, Elites hassen alles außerhalb von Deva. Aber er ist nicht wie der Rest. Als der Rest der Elites kam, haben sie nur über The Real Estate geredet und sowas. Sie waren sehr aggressiv, um ehrlich zu sein. Aber er ist nicht so. Er ist immer in seiner Villa. Er gerät nie in Ärger. Er hat Interesse an Kunst. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, es ist schon, ne? Ich kann mir da schon was drauf einbilden, dass er ein Modell von mir haben will. Um ehrlich zu sein, die Leute hier in Quelis, sie waren nicht gut zu Akila. Es sind viele Vorurteile unterwegs. Hat er Familie? Wie fühlt er sich damit, dass er hier ganz alleine lebt? Okay, die Yacht ist fertig. Mach das mal gelb. Ah ja, okay. Das ist hübsch. Das mag ich. Decoration. Und zwar... Ja, er ist ja nicht so auf Piratentum aus, oder? Weil Regatta ist ja komplett Piratin, aber er ja, glaube ich, nicht, ne? Traditional, vielleicht. Okay. Dann nehmen wir das mit und bringen das zu Akila. Und dann kriegen wir hoffentlich das Buch. Da. So, mal sehen. Diesmal wird es das Richtige sein. Akila muss irgendwas wissen. Ich kann nicht die ganze Zeit weiter rumlaufen. Er muss irgendwie was rausfinden hierüber. Und was über und darüber, was mit Kua passiert ist. Wirklich? Hi Akai. Komm rein. Wie auch immer, hast du mein Modell? Ja, hier. Ich hoffe, du magst es. Okay, lass mich mal gucken. Gelb. Interessant. Besonders, weil du es geschafft hast, einen richtig schönen Ton zu treffen.
Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber gelb ist normalerweise gelb strahlt normalerweise Instabilität und Ärger aus, beziehungsweise Gefahr. Und gelb ist eine. Weiß ich auch nicht. Gelb ist einfach nicht so cool. Ein bisschen rot macht es orange. Und ein bisschen blau macht es grün. Und ein bisschen schwarz macht alles dreckig. Mit weiß wird's hell. Aber auf der anderen Seite macht es schwarz zu extravagant. Ah, sorry, ich langweile dich zu Tode, Akai. Ich habe seinen Gedankengang nicht verstanden. Ich weiß, du bist dafür nicht hier. Es war einfach lustig, das alles. Ich bedanke mich dafür, dass du das für mich gemacht hast, Akai. Das weiß ich zu schätzen. Gerne. Hast du irgendwas rausfinden können? Ah, leider nein. Zumindest nichts Neues. Das Konzept von der Spiral taucht immer wieder in der Kultur von Mara auf, aber es gibt es auch in einigen anderen Kulturen. Es ist so ein bisschen wie das Konzept von dem Kreis des Lebens. Das sind ziemlich. Also es gibt nicht viele Dokumentationen über Kreaturen wie Napopo. Sie interagieren kaum mit anderen Kreaturen, die auf dem Boden leben. Koas Fall dagegen ist eine Ausnahme. Normalerweise versuchen sie nicht mit uns zu kommunizieren. Sie sind einfach nicht interessiert in uns, an uns. Weil sie als mythische Kreaturen gewertet werden und viele Leute ihre Existenz anzweifeln. Selbst ich hab das angezweifelt, bevor ich Napopo kennengelernt habe. Einige Bücher referenzieren zu dem Symbol, aber es stand nicht viel drin. Es ist fast so, als würden sie versuchen, was zu verstecken, was damit zusammenhängt. Das ist merkwürdig, ich habe das vorher niemals bemerkt. Bis jetzt. Ich werde noch weitersuchen. Ich finde das einzigartig, aber ich kann nichts versprechen. Okay, danke für deine Hilfe, Akila. Ah, ich dachte, diesmal hätten wir was. Eine Spur. Irgendwas. Ich denke, es ist besser, wenn ich einfach nach Hause gehe und take advantage of my time. Schaff noch ein paar Sachen oder sowas. Okay. Wir müssen hier wieder einen kleinen Cut machen. Das geht immer sehr schnell vorbei, diese halbe Stunde hier. Ich hoffe, dass wir jetzt in der nächsten Folge was rausfinden, dass Akira vielleicht noch was in den Büchern findet, weil er ist ja tatsächlich unsere einzige Spur. Oder dass Saimi sich wieder berappelt und da aus diesem Turm mal wieder rauskommt und ihren vom Berg des Zorns mal wieder herunterkommt. Ich hätte am Strand nichts sagen dürfen. Ich glaube, das hätte was beeinflusst. Sicher bin ich mir natürlich nicht, aber ich glaube, das hätte irgendwas gemacht. Aber gut. Wir machen hier einen Cut. Ich freue mich auf euch in der nächsten Episode. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.